Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal Stories Mail Part Nummer 8. Wir haben einiges geschafft im letzten Part. Ich war kurz verwirrt, aber dann war ich nicht mehr verwirrt und das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Und jetzt bin ich mal wieder verwirrt. Na gut, das ist ja alles riesig. Herrlich. Wenn ich hier drauf drücke, schaltet sich das Ding ab. Dann kann ich da durchfliegen. Klar, okay. Aber das will ich erstmal nicht. Ich will erstmal. Wenn ich das wüsste. Gehen wir mal darauf, oder? Wäre irgendwie meine erste Idee. Dass ich darauf gehe, aber wie mache ich das? Das drückt mich ja weg. Ja. Was, wenn ich da springen will, fliege ich weg. Ach, so komme ich rauf. Das sollte nicht so schwer sein. Was mache ich? Okay. Ich sag dir, was ich jetzt mache. Den Würfel da drauf legen. Damit ich hier mal drauf kann. So. Was mache ich dann hier drüben? Da kann ich raufgehen, das ist ganz gut. Was ist da oben? Nichts, außer wenn der Würfel da drauf ist, dann kann ich durch die Tür gehen. Okay. Das muss ich auch mal wissen, weil sonst weiß ich es nicht. Wenn ich hier drauf drücke, geht das auf und noch irgendwas passiert, aber ich bin mir nicht sicher was. Rauf. Ja, das wäre mal eine gute Idee. Dazu brauche ich wahrscheinlich das Ding. Wenn ich da drauf, genau, dann kann ich ja. Das stoßt mich weg. Das heißt, wenn ich das da hingebe. Und das dort. Dann kann ich mal darüber zumindest. Da kriege ich einen Würfel. Echt? Okay. Gut, blau ist dann dort, dann mache ich orange dort, dann gebe ich Würfel runter, nehme den gleich mit. Ich weiß nicht, ob ich den mit brauche, aber wenn nicht, dann kann ich mir da einfach wieder einen holen. So. Jetzt habe ich zwei Würfel, hurra. Ah, oh. Wollte ich eigentlich nicht. Du Würfel musst wahrscheinlich hier drauf liegen bleiben dabei. Dass das Tor aber weg ist. Höchstwahrscheinlich. So, dann muss ich wieder darauf. Ach, das wechselt auch das Ding. Ah, ja, das ist jetzt aber doof. Ich muss da nämlich nochmal rauf und mal den Würfel holen. Kann ich da hier anders rauf? Nein. Okay. Da oben nehmen. So. Jetzt schnell den anderen holen. Da komme ich wenigstens ab und zu ein bisschen weiter. Das finde ich ganz schön prickelnd. So, das zieht an. Was bringt mir das jetzt? Der muss den Würfel anziehen und dann muss er abstoßen. Und kann ich da oben? Da oben kann ich ein Portal hingeben, genau. Ich muss dann aber auch noch rauf. Soll ich gleich rauf gehen? Kann ich machen, weil Dingen so orange. Ich gehe mal mit dem Würfel rauf. So, der Würfel muss ja sowieso erstmal hier. Darf ich überhaupt schon herum sein? Ich muss den Würfel wieder runternehmen. Ich muss den Würfel runternehmen, sobald das im Strudel drin ist. Das ist eigentlich einfach, aber ich mache es mal wahrscheinlich wieder viel zu kompliziert. Warum will ich ihn eigentlich schon hier oben sein? Das kann ich ja nachher auch machen, oder? Ich
Ich kann dann nachher auch noch rauf. Wie kriege ich den Würfel da nochmal rein? Genau so. Und dann muss ich da hergehen und dann geht das da rüber. Puh, wie komme ich denn da her? Sekunde. Einfach Sekunde mal. So. Wenn ich das Blaue hier hingebe. So. Jetzt das Orange da hingebe, dann wird der Würfel eingesagt und kommt da rüber. Dann kann ich den Würfel wegnehmen. Angesagt, dann kommt da rüber. Wenn ich jetzt den Würfel wegnehme, dann gibt der auf den Knopf. So, das. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so passt. Oh, ja. Dann kommt er nämlich da raus. Nein, 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 schnell drücken. Boah. Was? Wie jetzt? Aha, auf einmal geht er dorthin. Okay. Sehr seltsam irgendwie, oder? Die Tür ist offen. Was ist? Was macht der Geräusche? Heißt, ich muss jetzt darauf. Wie? Verdammt, wie? nein. Ich hab's eh gewusst, dass er kompliziert ist. Dorthin, ich verstehe es nicht. Wenn der jetzt darunter fliegt, ist das eigentlich wurscht. Ich kann ihn ja wieder machen. Alter. Bitte. Warum bin ich nicht da oben, Alter? Geh mal doch ein Mess am Arsch. Was mache ich da unten? Der wird schauen, Alter. Arsch. Also, ich muss das da hingeben. Dann muss ich den dort hingeben. Dann muss ich rauf. Muss ich den Portal da hingeben. Dann muss ich da eins hingeben. Und dann muss ich schnell das Orangene dahin geben. Boah, was ist denn das, Alter? Das ist viel zu kompliziert. I got some control again. There's another lift transfer down below. Hold on. Activating the elevator. Now. Elevator car 77. Testing track direction compromised. Unknown status. 100%. Rerouting remaining servers to biological tracking. Target lost. Rerouting the elevator worked. That got its attention. Don't expect this to get any easier now. Keep going. There's an easy test track up ahead. Maybe you can gain some ground on it. Easy, ja, das wäre mal eine Abwechslung. Puh. Meine Güte, das ist kompliziert. Hmm.
wo bringst du uns hin? Da bin ich ja mal gespannt. Was war das? Das war das König Turret-Dings da. Und alle verbeugen sich. Okay. Das ist das Turret. A lot of harder tests. This is a brand new introduction track, designed for new test subjects. You should do this really quickly. I've got a plan. Das ist mir zu kompliziert. Einen Moment kurz, ich muss nachschauen, wie es funktioniert. Nicht Spaß, aber ich muss es anders kurz machen. Moment. So, musste nur schnell schauen, wie viel ich noch aufnehmen kann, weil ich vor vorigen Video ja ein bisschen was wegschneiden muss, weil das ein bisschen langweilig ist. So, dann drücken wir mal. Gerade noch so, dass er wieder flogen bleibt. Mel, over here. Change of plans. I found a panel that I can move out of the way. Portal down to that catwalk in the distance. I'll tell you more there. Grabst? Catwalk in the distance. Was? Hier. So, I was thinking. If this computer has scanners searching for biological substances, maybe there can be some interference? You know, with things like plants? There's an overgrown testing track across the facility that hasn't been converted yet. If we can get there, I think we can confuse it. Okay, machen wir das einfach mal. Ja klar, dass ich nicht lange auf diesem Easy Test Track bleiben darf. This again. You can't even open the door. Unbelievable. I gotta do everything around here. Perfect. Just perfect. The button's blown a fuse. Maybe if you get up to an upper level, you can get the elevator. Das bekomme ich doch hin. Wie praktisch. So, und jetzt? Ah. Alright, listen. I was able to hack into that system and run a basic diagnostic before I got booted. Endlich mal mehr Story. The computer is known as the Aperture Employee Guardian and Intrusion System, or AGIS for short. It looks to be a security mainframe, trying to protect the scientists logged into its system. It hasn't been turned on in decades. Maybe that's why it's after us, and whatever that last threat is. Maybe it thinks we killed the scientists. Ja, dann ist da Aggro auf uns. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Scheiß Aegis. So. Da geht's wieder Portalflächen. Da muss ich wahrscheinlich wieder irgendwas machen. Wer hätte es gedacht? So. Da kann ich eh nicht durch. Suchen, so viel ich will. So. Don't panic. Okay. Alright. I finally got access to some schematics of this place. I can guide you to that overgrown testing track now to cover our tracks. Head through the corridor to the left. Should take you through the work in progress test chambers. Ich habe jetzt irgendwie was nicht mehr, was. Okay, daran muss ich. Na, da bin ich aber dann wieder da. Sekunde. Ja, was ist, wenn ich nochmal da hingehe? Warum ist das kaputt? Hätte ich von Anfang an gleich da reingehen können? Wahrscheinlich nicht. Du willst, dass ich da links weitergehe. Okay, verstehe. Was ist, wenn ich eigentlich wieder daher gehe? Da kann ich nichts machen, die Tür geht nicht auf. Die Tür geht auch nicht auf. Das bedeutet, wenn ich es mir jetzt versah und Dings mache, komme ich da nicht mehr raus, oder? Wird das in dem Blau? Oder ich kann eigentlich eine Abkürzung nehmen. Ah, das würde mich mal interessieren, was dann passiert wäre. Na, die Tür geht nicht mehr. Okay, ja, das wäre auch interessant zu wissen. Cool, cool. So. Jetzt kann man weiter. Jetzt habe ich alles geschaut, was ich wollte. Earth is it always such a problem to get from point A to point B when you're outside of the testing tracks? That red laser on the wall seems to be controlling that door. You should probably find a way to block it. Turret. Ein Computer. Ein Spitzer. Das da.
mit meinem Kopf irgendwas finden. Irgendwas finden. Ah, den Würfel. Alles klärchen. Da muss ich das sogar machen. Dann war ich ein bisschen zu früh dran. Okay. Machen wir es halt so. Den Würfel braucht man nicht. Ich weiß nicht warum, aber der Würfel ist gerade kaputt geworden. Okay. Bitteschön. Alles klar. So. Easy peasy. Nummer 4 steht hier. Hier so eine Portalfläche. Ziemlich obvious. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Sprungtaste gedrückt habe. Aber einmal ist es dunkel. Vorher habe ich noch Angry Birds aufgenommen, da ist mein Gesicht, was weiß ich. Auf jeden Fall war meine Webcam halt komplett weiß, weil die Sonne halt so geschienen hat. Und jetzt bin ich so dunkel. Moment. Through there is a crappy backstock chamber GLaDOS was designing before her demise. Never finished, but it should at least be working. Das war's. Wozu sind die Portalflächen gut? Ich würde schon gern wissen, aber naja, so wichtig ist es wahrscheinlich nicht. GLaDOS also, okay. Ein Button, der mir einen Würfel bringt. Super. Wahrscheinlich kann ich den Würfel holen, indem ich hier... Wow. hier drauf steige, wollte ich sagen. Aber nein, okay. Dann... brauchen wir einen Laser hier drauf. Was? Was? Doch noch? You dodged a bullet on that one. I told you to be careful. Next time might not be so forgiving. Hol ich mal so den Würfel. Höchstwahrscheinlich irgendwie. Heißt das, ich muss nochmal zurück. So. Das drückt aber weg. Also das bringt mir absolut nichts. Ich muss den Laser daher lenken, aber womit? Ob überhaupt. Da hinten geht's weiter, aber. Schau ich da. Kann ich mal schauen, was da ist. Mein Tod. Toll, das freut mich. Ernsthaft. Hä? Was ist das? Okay. Das ist seltsam. Achso, hätte ich da rüberkommen müssen, wahrscheinlich. Wollte ich aber nicht. So, kann ja nicht so schwer sein. Müssen wir voll darüber bringen. Dann da drüber. Irgendwie wahrscheinlich. Geht das auch aus? Nein, nur das. Der Würfel wird doch weggedrückt. Wie kriege ich den dann? Jetzt. Da ist ein Glas. Wo? Wie soll das funktionieren? Was willst du mir schon wieder sagen? Wahrscheinlich ist der Würfel, der Umlenkungswürfel da drin.
So, toll. Was bringt mir das? Richtig, nix. Geht ja nicht. Ich kann da nicht darüber. Na, doch, ich kann darüber. Doch, ich kann darüber. Ich kann darüber. Ich schaffe es. Ja. Total. So, wo kann ich darüber? Meine Güte. So. Und weg. Brücke. Ah. Das ändert die Richtung. Die Richtung. Was willst du von mir? Dass ich den Würfel anziehe. Dann geht die Wand kurz auf. Dann kann ich kurz Portale durchschießen. Hm, lass mich hinauf. Lass mich hinauf. Ganz ruhig. So. Dann kann ich schnell auf den Knopf drücken. Und was ist das nochmal? Achso, ja. Dann muss ich auf den Knopf drücken. Habe ich gedrückt. Jo, jetzt haben wir den Draufstein, damit das Ding herkommt zu mir. Das baue ich dann eh dort, dann kann ich das dann gleich durchgehen lassen. Ah nein, oder? Doch, den Laser muss ich jetzt da drauf lenken. Oh, wer ist das da? Ich kann da ja dann nicht durchgehen. Nein, okay. Drückt mich weg. Drückt mich weg. Warum stecke ich da jetzt wieder? Den Würfel gerne mal da drüben. Würfel geh einfach mal darüber, okay? Das sieht mal richtig aus, irgendwie. Ich weiß nicht. Das habe ich irgendwie so im Gefühl, dass das richtig ist. Muss ich das so machen, vielleicht? Das ist ja ein Ding, das man machen kann. So. Dann kann ich mal den Würfel nehmen und erstmal hier drauf stellen wahrscheinlich. Den baue ich jetzt mal kurz für das wahrscheinlich, damit ich mal den Würfel holen kann. Und zwar, dass da drüben verkehrt die Wirkung um. Ich hoffe, das braucht man nicht. Brauche ich das, dass die Wirkung umgeht? Und das da drauf. Ich brauche den Würfel, damit ich den drunter stellen kann und dann den anderen drauf. Klar, okay. Jetzt kann ich ja durchgehen, jetzt passiert ja nichts. Jetzt kann ich mal den Würfel schnappen. Und weil ich so super gut bin, da drüber werfen einfach. Easy, okay. Dann kann ich mal darüber. Würfel, geh mal rüber. Das ist schon wurscht jetzt. Komm mit Würfel, wir schaffen das. Wir. So, ich muss dann wieder zurück, oder? Das ist easy. So und so. Dann komme ich wieder zurück. Gut, dann muss ich den Würfel hier hinstellen wahrscheinlich. Und durch. Den Würfel stellen wir mal hier hin. Und dann so. Okay, das war nicht so schwer. He thinks you're going to use the elevator? Well, he's in for a nice surprise. There are tubes on the side you can use to get towards the overall testing track. Hätte ich da reingehen können? So viele Fragen. Naja.
Vielleicht soll ich aufgehen. Ja, das ist vielleicht mal eine gute Möglichkeit. Was soll ich da runterspringen eigentlich? Das muss ich machen. Oh, okay. Wow. Super. Alle verarscht. Wie es weitergeht, werden wir dann aber erst leider im nächsten Part sehen. Jetzt bin ich doch schon ein bisschen drüber über die 20 Minuten und will euch auch nicht zu sehr von eurem Tag abhalten und euren anderen Aktivitäten. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Mark. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Portal Stories Mail, wie wär's mal mit Portal Stories Verwirrung? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Einmal bin ich auf dem Test-Track, dann gehe ich irgendwo hin, dann bin ich wieder auf einem anderen Test-Track und dann gehe ich wieder irgendwo anders hin und bin wieder komplett woanders und dann will mich der eine Aufzugfalle stellen. Will man der eine Aufzugfalle stellen, Alter? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Was spiele ich hier?